Kann ich das mitnehmen? Kann ich nicht. Okay, da hoch muss ich. Steig auf den Hügel dort. Vielleicht siehst du etwas. Die Ziege lief den Berg hinauf. Wie? Jetzt? Ziege. Egal. Bestimmt ist es albern. Mach einfach, dass du da hochkommst. Weißt du was? Vergiss es. Oh, oh. Was zum Teufel ist hier passiert? Ja, hier ist alles schief. Die Erde gebebt und dann ist die Schwerkraft ausgetickt. Das passiert, wenn die Macht einer Tanta außer Kontrolle gerät. Das Gelände wird sicher noch schwieriger werden, also Vorsicht. Als gäbe es nicht genug Gründe, sich von der Frau fernzuhalten. Hier so schief zu kämpfen ist nicht gerade geil, um ehrlich zu sein. Sein, dass ja, die Framerate ist gerade richtig im Keller aus irgendeinem Grund. Im Keller meine ich irgendwie bei 40. Was für mich wirklich im Keller ist. Hier sind noch mehr Gegner. Nicht nur der große hier. Irgendwas ist noch hier. Für die Kleinen. So wird's gemacht. Noch wer? Ach du Scheiße. Hier ist ein Item. Hauptsache, das ist gerade die Truhe, damit man sie looten kann. Wo sind denn... Ich wollte keinen Trank nehmen. Wo sind denn Feinde? Da. Danke. Eine Fresse. Ich glaube, es könnte eine Walche in der Nähe sein. Okay, mal sehen. Wo denn? Da, wahrscheinlich da oben. Aber da soll ich auch irgendwie hin. Ich gehe erstmal hier hin. Das sieht ein bisschen näher aus. Und die ist es nicht. Ich mache aber erstmal ein Foto. Jetzt mal ein Selfie. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies ab durch die Linse. Okay, 6 Fotos. Und was jetzt? Wart's ab, bis die Kids das sehen. Wenn sie muss das man nur sehen, 6 machen. Werden sie sich sicher freuen. Wenn sie nur leben. Ein bisschen assi, sowas zu sagen. Aber es sind ganz schön viele Leute gestorben, um ehrlich zu sein, in Seaport. Deswegen kann man da sich nicht so sicher sein, ob dass sie das alles überlebt haben. Ja, war mir klar. Der hier hat auch kein Herz mehr. Warte. In dem hier ist kein Herz mehr drin. Okay, ich konnte dann nur mit interagieren. Muss ich da... Das waren doch nicht alle, oder? Wieso sollte ich da nach hinten gehen wollen? Das ist ein Abstecher. Das ist die Paul. Ach, das ist wegen den Kindern. Ja,
Ja, wieso wird das mir jetzt gerade angezeigt? Wo ist meine Hauptquest? Wird meine Hauptquest jetzt nicht angezeigt, weil der Scheiß mit den Kindern? Hier ist kein Harz mehr drin. Ehrlich. Muss dahin. Bin ich zu doof? Alter Ohm. In der Burgstadt wimmelte es früher nur so von Leuten. Eines Tages vielleicht wieder. Ohne die Tantas. Nein. Keine Sorge. Bestimmt gibt es reichlich andere Leute mit magischen Kräften, die sie für dich töten können. Du fängst dir gleich eine, Freundchen. Was denn? Ich denke doch nur laut nach. Gar nicht wahr. Du willst mir Schuld einreden. Würde mir nie einfallen. Was für ein Arsch. Ich sehe die vor lauter Zeug, sehe ich die Gegner nicht. Hier, ich nehme das noch mit. Nehmen wir das Mana mit. Das eigentlich gerne auch noch. Genauso wie die Balche in Sipo. Dann ist bestimmt eine in der Nähe. Das ist sie aber nicht, ne? Blau im Bauch. Oder so ein Käse, hat er gesagt. Also die Baumstämme sollen wahrscheinlich blau sein. Kein Harz, das gesammelt werden kann. In dem Baum ist auch kein Harz. Haben wir irgendwas an Bobs Reim übersehen? Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Die Blumen. Warte, er meint Blüten am Baum. Also nicht nur blaue Adern, sondern auch Blüten. Ja, das könnte es wohl sein. Das, oder du wirst langsam so verrückt wie der Alte. Dann finden wir es raus. Okay, wo? Nach da oben irgendwie wahrscheinlich. Dass mir jetzt die Nebenquest da angezeigt wird. Ohne Spaß, ey. Wo muss ich denn hin? Hier hinten? Wird das mir denn auch angezeigt oder muss ich wieder eine Markierung setzen? Eine alte Münze. Mir wird das nicht angezeigt, aber ich bin mir sicher, dass es ziemlich offensichtlich ist, wo ich hin muss. Ich dachte, ich falle da gerade runter. Ich habe nämlich Panik bekommen, auf einmal. Ich glaube, mein Beichensinn klingelt. Dann sehen wir doch mal, ob wir fündig werden. Geht weg. Hallo, ich drücke X wie ein Vollidiot. Okay, dann machen wir es eben so. Ich finde es schön, dass es auch so ein bisschen mehr parkourig ist und nicht einfach nur durch die Gegend laufen ist. Das Revierverhalten, ein Wunder der Natur. Toll, das hat gerade noch gefehlt. Voll auf die 12. Die hatten doch nichts aus. Shit. Oh, komm schon. Komm, steh auf. Okay. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Aber das leuchtet nur blau. Ah, hier ist die
Was ist mit dem los? Der wächst ja seitwärts. So harsch die Umgebung auch ist, das Leben findet immer einen Weg. Schön gesagt, Ralf. Ich wollte nicht unbedingt darunter fallen. Da sind Blüten dran. Blüten, der hier muss voller Harz sein. Vorsicht, Eile mit Weile. Ist schon gut. Guck, nur ein kleiner Einschnitt hier. Die ist ein bisschen stürmig drauf. Oh Mann, ey. Darf ich da jetzt wieder hochlaufen? Ich kann mich nicht sterben lassen und hier einsam zurückbleiben. Hilf mir nächstes Mal vielleicht vor dem Absturz, ja? Ich muss dich gar nicht retten. Ich helfe dir aus freiem Willen, nicht weil... Ja, von mir aus. Und jetzt? Wieder da hoch, oder was? Also hat Bob versucht, uns was zu sagen. Ich muss ihm später dafür danken. Nicht so schnell. Wir können erst zurück nach Sipol, wenn wir genug Harz haben. Eine weite Balschenbäume. Du hast etwas Balschenharz gesammelt, aber es reicht noch nicht aus, um zurückzukehren. Begib dich Kiefer nach Avoalet hinein und suche nach weiteren Balschen. Wo sollen wir bloß mehr Balschen finden? Ja, vielleicht da, wo der Barker ist. Oh, kacke. Ja. Ist dahin, aber wie komme ich dahin? Ich gehe erstmal hier in die Zuflucht. Huch, hier lebt der. Ich dachte, was sind das für komische Steine, die da rumliegen? Komm, geh weg. Wo ist... Ah, da ist das Haus. Das nehmen wir mal mit. Die Küstenfeilchen. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Okay, dann ein paar Heiltränke. Violettmagie. Okay. Kann ich jetzt mittlerweile Magie lernen, die ich haben will? Was ist denn das hier? Dein Wurf reißt die Erde auf und verursacht Flächenschaden, wirft mit Wucht zurück und wählt Phrase Magie. Wusste ich gar nicht, dass wir das lernen konnten. Das war aber nicht von Anfang an da, ne, oder? Das hier. Beleben. Da brauchst du noch 3 Mana für. Das ist ja doof. Gefürchtete Wasserprobe, okay. Ah, ich habe jetzt leider einen Trank zu viel gemacht. Ich hätte mir hier einen einfach nehmen können. Ich brauche nicht schlafen. Schlaf ist für die Schwachen. Ist da eine Brücke? Ja, ich glaube, da ist eine Brücke dahin, wo ich hin muss. Das habe ich gar nicht gesehen vor lauter Nebel eben. Wo sind wir denn hier? Das ist eine Truhe. Klopf, klopf. Wer ist da? So viel zum Thema Heimlichkeit. Hä? Wow! Ich will nicht kämpfen. Okay, ich sammle hier kurz Beichenharz und dann bin ich weg. Ehrenwort. Tanta Prah verlangt nach dir. Sie wünscht dich zu sprechen. Ja, okay, das könnt ihr knicken. Wenn ich mit euch gehe, endet das übel für mich. Und jetzt werde ich durch diese Tür gehen.
Sie haben eine friedliche Lösung vorgeschlagen. Du könntest dich stellen. Nein, für danke. Was? Ich meine natürlich, um eine Audienz bitten. Ich will bestimmt keine Audienz bei einer, die in ihrer Freizeit gern Leute zerstückelt. Dann musst du weiterkämpfen. Sie wehren sich nur gegen dich. Hey, ich versuche hier nur die Lage zu entschärfen. Eine gewaltfreie Option zu finden. Wow, das ist ja sehr sinnvoll. Es gibt hier genau zwei Optionen, nämlich ich oder du. Und ich wähle mich. Wie du meinst. Was habe ich denn da verschossen? Wie viele sind es denn noch? Wie viele sind das gar nicht? Volltreffer! Das waren ja nicht mal 10. Das Ding kam wohl seinen nächsten Schritt. Machen wir erstmal das hier weg. Shit! Es heilt sich selbst. Hör mal auf, du. Hey. Ich muss mich mal heilen. Oh, Alter! Okay, einen von denen haben wir besiegt. Das war easy. Ausdauer plus 100, Freiheitsmaximum Ausdauer wurde erhöht. Los. Warte, hier sind Sachen. Bestimmt Tanke, ja. Cool. Ja, dann nehme ich den auch noch mit. Wir wollen nicht zu Tanta Prav, aber wir gehen trotzdem zu Was ihr. Was genau sollte diese Scheiße vorhin? Scheiße? Na, dass ich mich ihnen ergeben sollte und so. Dein Blödsinn hätte mich fast den Kopf gekostet. Das war nicht mein Ziel. Ach, und was war dann dein Ziel? Warum zum Geier sollte ich Prav um eine Audienz bitten? Die Tantas verlassen ihre Thronsäle kaum. Wenn du dich stellst, läuft das vielleicht aus der Reserve. Was willst du machen, Ralf? Sag jetzt bloß nicht, dann tötest du sie. Dann tötest du sie. Hallo, ihr Deppen. Warte, da liegt ein Item. Nimm es doch einfach, Ray. Was macht ihr da für einen Scheiß? Irgendeine Piece mit anfassen, oder was? Ich mag die Bogenschützen mehr als die Schildhansel. Weil die waren wirklich scheiße, die Schildhansel. Noch irgendwo einer? Da unten. Stürmchen. Sagst du? Ich kann mich nicht bewegen. Ihr netten Idioten. Ich glaube, ihr solltet euch auch verziehen, weil das wird auch nicht schön für euch. Nun tu doch was! Ich mach doch was! Also. Yep. Also kommen nicht diese Albträume, sondern kommen die Idioten jetzt die ganze Zeit, oder was ist hier los? Sieht schon fast danach aus, ne? Komm, geh mal weiter. Warte. Okay. Nee, ich kann den Boden nicht sehen. Da springe ich auf keinen runter. Dann gehen wir da runter. Ja.
Hit. Hier ist doch noch irgendwo einer. Da ist er. Weg. Weiter. Wir sind schon fast bei der Burg. Oh shit, oh shit, oh shit. Nicht so tief fallen. Hier weg. Ich muss einen weiteren Weg planen. Ich habe ganz schön viel Mana bekommen und Leben, Erfahrungspunkte meine ich. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar, ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Okay, wir schlafen eine Runde, damit auch der Sturm weg ist. Guck ich mal, ob ich noch was basteln kann. Ich weiß nicht, ob ich genug Festplattenspeicherplatz habe. Aber ich würde gerne noch bis Hunter Breath machen. Was wollte ich nochmal machen? Okay, da geht erstmal nichts. Hier mit Medizinbeutel ein mehr. Da liegt noch ein Trank, glaube ich. Ja. Kann leider nicht laufen. Das kann ich nicht nehmen, aber den Trank hier gerne. Tschüss, Katze. Einhornkatze. Wo muss ich hin? Hier ist doch direkt so ein Bäumchen. Dann gehen wir mal zu dem Bäumchen hin. Ich durfte nicht laufen. Ich sollte mal auf die Ferne gehen. Ein Erfahrungspunkt, Mann, oder habe ich mich verguckt? Schau dir die riesige Weiche an. Der Oshi bricht bestimmt jeden Rekord. Oshi? Oshi. Vergiss es. Arzt haben wir jetzt jedenfalls genug. Ja, holen wir uns ein bisschen Arzt. Hier beginnt die nächste Phase von Press Amter. Vergewissere dich, dass du als erledigt hast, bevor du fortfährst. Ja, ja. Ist alles okay. Ich kämpfe ja wahrscheinlich gegen Tanta Graf. Weil ich hab ja eigentlich. Also was gibt's hier eigentlich noch, außer dass die benötigte Menge an Ballschatz gesammelt. Ja bla. Na bitte, das sollte reichen. Sie ist da drin. Tja. Und dabei dachte ich, du wolltest unbedingt eine gewaltfreie Lösung. Braff verdient deine Gnade nicht. Ich hab's zwar schon mal gesagt, aber hier kommt's nochmal zum Mitschreiben. Kommt nicht in Frage, Mann! Ich werd sie nicht töten! Aber wenn du diese Wahnsinnige nicht tötest, könnten alle in Sepol sterben. Du besitzt einzigartige Kräfte. Es ist deine Pflicht, sie zu nutzen. Die Menschen brauchen dich. Ist nicht mein Problem! Schau, ich bring das Balchenharz zurück nach Sepol, rette Bruchbob und dann geht's verdammt nochmal heim nach New York. Thema durch! Ist dir klar, wie vielen Menschen Braff einen qualvollen Tod bereiten wird? Und du willst sie einfach im Stich lassen? Wehrlos, wie sie sind? Ach, ich sehe schon. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Fick dich! Das ist... Stimmt? Ich... Nein, nein, schon gut. Machen wir uns auf den Rückweg. Komm schon, zurück nach Sepol mit dir. Los! Das willst du doch, oder? Ja.
Fuck! Gibt es ein Problem? Vielleicht kann ich mit ihr reden. Sie ist die Tante des Rechtes, oder? Okay, dann sag ich ihr, sie soll den Bruch stoppen und alle sind happy. Ich würde mit der Tante der Weisheit reden darüber und nicht mit der des Rechtes. Nur so mal nebenbei gesagt.